Unspektakulär. Der wollte gerade kacken. Habt ihr das gesehen, dass der Hund da gerade hinscheißen wollte? Ja, liebe Leute, da bin ich wieder. Eine kleine Zeitverschiebung. Ich habe natürlich The Division weitergezockt. Und bin natürlich auch jetzt wieder dabei. Es ist Samstagabend, 19 Uhr. Und ich zocke und zocke und zocke und zocke und zocke und ich höre nicht auf. Und ich habe nur noch von den normalen Missionen irgendwie eine und dann nur noch Nebenmissionen. Oh, what? Und war völlig überhaupt nicht vorbereitet auf diese Aktion mit diesem kleinen 50 Cent hier. Du bist doch 50 Pfennig, dich kenne ich doch. Nein. Ja. Ja, das sind irgendwie die letzten Missionen, die ich machen kann, um hier dem Level 8, dem Endlevel, so ein bisschen näher zu kommen. Das ist jetzt gerade so ein kleines Problem. Weil irgendwie, ja. Ja, okay, das ist Beta, ist klar. Aber dadurch habe ich das jetzt ein bisschen schwierig, hier voranzukommen. Ich hoffe, die Nebenmissionen bringen sonst noch ein bisschen was. War auf jeden Fall alles ganz lustig. Ich bin natürlich immer noch geflasht von der tollen Grafik und von der Atmosphäre. Jetzt würde ich mir natürlich auch wünschen... Oh, oh. Feindpräsenz entdeckt. Krieg direkt Schluck auf. Ah, das ist da vorne die Mission direkt. Nicht schießen. Ja, ja. Die ich doch sowieso nicht. Was denkst du denn von mir? Ach du Scheiße. Oh, das sind noch normale, aber 4 Stück. Kriegen wir aber hin. Oh, ich habe Munition verschossen? Wann das denn? Ich bin natürlich wie immer wieder gut vorbereitet. Ich gehe öfter mit einem halbvollen Magazin in den Kampf, falls es wieder länger dauert. Mensch, du geh doch einfach down. Uiuiui, jetzt ist er explodiert. Bleib fern mit deinem Flammenwerfer. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Ups. Ich bin überhaupt nicht krank, Spinner. Steck dir deinen Feuerwerfer mal lieber da. Deinen Flammenwerfer mal lieber dahin, wo keine Sonne scheint, Freundchen. Ich denke, das Ding ist infizierter als alle anderen hier zusammen, du Dreckschwein. Zieh da mal. Geht doch. Du liegst da sehr geschmeidig über diesem Regal. Ist das gut da? Ist das bequem? Ich meine, ne, Betten sollen sich ja auch eignen, aber... Oh du, da ist was passiert, ne? Dein Rucksack, der hängt jetzt im Regal fest. Mal gut, dass du da so eingeschlafen bist, ne? Weil ich könnte da nicht so liegen. Den Bereich nach Schlüsseln... Oh, Mensch. Jo, kletter doch einfach mal hier rum. Brauche ich nach Schlüsseln absuchen. Dann sind hier wahrscheinlich wieder Geiseln. Geiselschlüssel, da ist er. Eine Ratte. Ups, ein Fahrstuhl. Irgendwo muss ein Schlüssel liegen. Ja, ja, ich hab ihn schon. Zivilisten sind in Sicherheit. Vielen Dank. Das war... schrecklich. Gar kein Problem. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, und dann hau ab. Ich muss da rein. Da ist bestimmt was drin für mich. Oh, da ist noch einer. Wie denn hier getrieben?
Ne? Gänge die Bang oder was? Ich gebe das weiter, versprochen. Ein versiegelter. Ein verseigelter? Ist das ein Wort? Gibt's es? Verseigelter Plattenrucksack. Kann ich hier mit dem Fahrstuhl fahren? Da fehlt der Knopf. Die haben vergessen, den Knopf einzubauen. Hier. Hallo, Techniker. Oder muss ich hier mit der Hand über ein unsichtbares Feld rüberfahren? Soll ich das machen? Soll ich das tun? Ach, außen kein Knopf. Muss ich da telefonisch oder per App? Jetzt habe ich mein Handy vergessen. In der Sesam Street. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe keine wirklichen Ziele mehr, außer hier. Ja, den Einsatz habe ich abgeschlossen. Hier ist die Dark Zone. Da werde ich mich auf jeden Fall auch gleich wieder aufhalten. Aber ich wollte eigentlich so ein bisschen vorher hier schon mal leveln, um ein bisschen Basic-Kram abzugreifen, damit ich da nicht komplett untergehe. Kann ich da... Lade Dateien. Ich habe eine ungewöhnliche Aufgabe, Agent. Ich will keine Ressourcen abzweigen, aber wenn jemand über eine Musikerin namens Heather Lau stolpern sollte, würde ich mich freuen, wenn er sie zurück zur Basis bringen würde. Oder sagen Sie mir wenigstens, wo Sie sie gefunden haben. Sie wird vermisst. Und sie ist meine Schwester. Letzter bekannter Ort? Zivilistenlager am Pier. Das Lager, das es nicht mehr gibt. Lau Ende. Ja, jetzt gehe ich für dich noch deiner Schwester suchen. Da habe ich natürlich gar kein Problem mit. Mädchen, ne? Hallo. Na du? Ja, ist ja gut. Bleib da los, ich mach doch gar nichts. Ja, naja, machen wir es jetzt. Na du. Hallo. Mama. Egal. Denn heute nicht. Ich hätte dir so viel beibringen können. Wir hätten so ein tolles Team sein können. Halt. Da drüben ist was los. Und da drüben hinten auch. Oh, ein Sniper. Oh, jetzt kommen ein paar neue. Was habt ihr denn geraucht? Hm? Hallo, du kannst auch schnell rennen während des Nachladens. So. Und jetzt überlegst du dir zweimal, was du zu der Madam gesagt hast gerade. So läuft das hier nicht. Ne? Wenn ich komme, dann herrscht hier Ordnung. Guten Tag. Nur nutzloser Müll. Ein M249B. Oh, das möchte ich... Ups. Das möchte ich doch direkt mal nachgucken. Zeig mal her, die Knarre. Ach, das ist das Ding hier. Ja, damit ballern wir doch mal kurz rum hier, wenn wir schon mal haben. Wir wollen wissen, wie das abgeht. Oh. Aber erstmal machen wir den Bedürftigen hier. Ja, hi. Ja, hier, komm. Vielen Dank. Jo, ich wünsche dir was. Abgetragene Jeans. Na herrlich. Die werde ich nicht anziehen. Oh, Alter Schwede. Wie viel Schuss habe ich denn da drin? Richtig gut, ne? Wie die Reifen kaputt gehen. Das Ding ist schon die Härte. Da kommen noch ein paar Scheiben kaputt machen hier. Jawollo. Oh, guck mal, das Ding wird heiß. Schade, aber explodieren können die nicht mehr. Die scheinen alle entweder schon mal explodiert zu sein, oder... Okay. Die werde ich mir jetzt so heiß in den Rucksack stecken. Okay, hier hat jemand gewütet, aber ordentlich. Den Bereich durchsuchen, ja. Keine Bedrohung.
aktives Echo-Signal geortet. Aktives Echo? Sag mal her hier. Oh nein. Überwachungsdaten. Okay, warte mal, ich muss es hier untersuchen wieder. Evelyn Perry, hier steht zu jedem Mitglied, aber was aktueller Status unbekannt. Beruf Chefsekretärin. Na komm, gib mir die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Oh. Mist, ich hab Faiths Funkgerät zu Hause vergessen. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Also sie spielt hier, aber was sagt mir das jetzt aus? Ich muss doch hier... Mehr ist nicht? Ne, mehr kann ich hier nicht untersuchen. Leider nicht. Scheint es jetzt gewesen zu sein. Und das als Info ausreicht? Okay, ich denke, die Gitarre wird dann das sein, was ich jetzt wieder wegbringen muss. War das eben schon offen? War das eben schon offen? Nee, hier ist keiner. Ach so, das ist jetzt hier... Ach, hier komme ich jetzt zum Hub. Stimmt, das ist ja direkt daneben. Ich gucke mal hier auf die Karte, wo ich wieder hinrennen soll. Einsatztafel. Okay, ich muss doch in den Bereich hier. Gucken wir mal hin. Oh Gott, es gibt wieder Missionen. Heiliger. Na, den sollte ich mal Mission machen, ne? Oh, JTF-Officer. Drück ich auch mal hin. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Jawohl. Aber nur mir, ne? Die anderen Agents, denen hast du das hoffentlich nicht erzählt. Mädchen, ne? Ich wäre da nämlich leicht eifersüchtig hier. Hallo? So, dann auf zum nächsten Ziel. Was haben wir denn hier direkt in der Nähe? Okay, hier bin ich ziemlich am Arsch der Welt. Das nächste Ziel wäre hier. Oh, Schätzchen, da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Tent neutralisieren. Okay. Hier sind ein paar mehr. Die schulden uns was. Ich frage mich, wer du Scheißkerl. Ich hab was für dich. Wenn der
Ja, ja, komm, 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 komm. Die ist doch noch da. Die wird jetzt nicht extrem stark sein, oder? Warum steht hier Zeugs rum? Wir sollten uns überlegen, wo wir als nächstes zuschlagen. Von Detroit. Von Pittsburgh, Pennsylvania. Nicht, dass wir hier nicht alle Hände voll zu tun haben. Wir sind immer in das Feeling-System. Ich bin bereit. Ja, auf jeden Fall mal Loot fallen lassen. Jetzt bleib ganz ruhig. Puiuiui. PEQ Laser Rot. Mhm. Klingt doch schon mal gut, aber da vorne ist sie immer noch. Also muss es noch kurz warten. Notfallrucksack. 5 Slot. Da oben! Oh fuck. Na? Fuck. Scheiße. Hab gar nicht mitgekriegt, dass er was geschmissen hat. Fuck. Wo sind sie jetzt? Ach, der ist weg. Na komm, rauf da. Ach, halt doch die Klappe, du triffst doch eh nicht. Dein Arsch gehört mir. Bisschen daneben, wa? Na komm. Wo bist du? Einmal luxen. Da hoch können schmeißen kann ich nicht. Scheiße. Ist noch nicht fertig. Fuck, Mann. Die rennt doch jetzt nicht die ganze Zeit da ernsthaft hin und her, die... Jetzt hat die Granate sie selber getroffen. Also, deine KI ist nicht so die beste, du. Wir haben gehört, dass du alles Nötige gefunden hast. Prima. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Die kriegt man nur ganz schwer wieder raus. Blaupause, RPK. Ich habe eine Blaupause bekommen. Hast du da oben Loot? Du hast da oben Loot. Ich will den Loot. Komme ich da hoch? Ach, ich hätte auch zu ihr hochrennen können. Ah, siehst du, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Was ist das denn Schönes für mich?
Eine Rekrutenweste und einen großen Schalldämpfer. Ja komm, das hätte es auch besser. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Das heißt, der nächste Punkt wäre hier. Das ist ganz schnell. Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Geiseln schon wieder? Ich rette doch andauernd Geiseln hier. Sieh an, was die Katze angeschleppt hat. Was ist los mit ihnen? Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los, los, los! Was? Hinter mir? Was ist denn los hier? Alter. Ihr haltet mir den Rücken frei? Ist das euer Ernst? Alter, bitte, Mann. Der rennt hier direkt bei mir. Und die kriegt es nicht hin. Was das? Ich denke. Wo sind meine Kumpels denn hier? Ach, ihr seid schon wieder weg. Nee, da, einer. Wow, das war ein Kampf. Ja, ihr habt auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen. Gegen sie möchte ich nicht kämpfen. Alles klar. Okay, die haben mich und ich sie überrascht. Ohne dass sie es eigentlich wollten. Hier ist jetzt das Versteck. Ja, komm, gib die Geiseln her hier. Bam, bist du wieder weg. Oh, da hinten. Guck mal, ich habe ein Spielzeug für euch. Was? Jetzt darfst du nichts mehr, wa? Habe ich einen kleinen Zaller. Den kleinen Zaller gezündet. Den kleinen Knaller gezündet. Oh. Ups. Und dasselbe Problem wie immer. Jetzt wird er mich aber verarschen. Jetzt könnte ich das M249 gebrauchen. Alle an derselben Ecke. Erstmal den da machen. Ne, das ist der falsche. Wo ist denn der mit kaum Leben? Den hatte ich doch gerade da. Da. Was ist das jetzt? Ja, jetzt muss ich die Officers retten. Oder den Officer. Und wir kriegen extra Punkte für Kopfschüsse. Kurzer Griff. Bisschen Munition. Was haben wir hier? T821 Schwarzmarktversion. Level 4. Mhm. Also wir kriegen hier auch Waffen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Mein Gott, Leute. Nix los. Endlich, oh vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Mach da erstmal Licht an da oder komm raus. Schätzchen, du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Oh, darauf hätte ich jetzt echt Hunger, ne? So ein Thunfisch-Sandwich. So, hast du hier reingereiert? Musst du was wegwischen? Nee, alles klar. Da hast du ja nochmal Glück gehabt, ne? Ich dachte schon, du hast hier eine übelste Sauerei angerichtet, ne? Wenn ich hier lang renne. Oh, das ist schon hier. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Okay. Warnung! Kontaminierte Vorräte entdeckt. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Kontaminationsscan eingeleitet, das ist super. Ach, jetzt muss ich hier wieder schnell die anderen Dinger anmachen, oder was? Aber ich lasse mich nicht lumpen und lumpen. Oh. Alles plündern.
Hier scheint aber irgendwo Action aufzugehen. Sturmgewehrmunition, komme ich hier rein? Nein, hier komme ich nicht rein. Ich soll hier hoch. Hallo? Ah, nee, da ist noch was. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Hallo? Warum gehst denn du? Muss ich von der anderen Seite hoch oder was? Achso. Halt da hin. Müssen wir hoch, um das hochzuladen. Das geht nur da, wo wir eine Satellitenschüssel stehen haben. Ist ja logisch, ne? Was denn? Oh, scheiße. Okay, ich gehe lieber noch einen hoch und gehe in Deckung. Scheiße, was ist denn jetzt? Ah, da hinten muss ich hoch. Um die muss ich mich doch 100% gleich kümmern. Aha. Ja, das war doch mal locker. Oh Gott, ich habe keine Zeit, ich muss noch was hochladen hier. Sicherheitsrucksack ist auch nicht so besonders. Ich stell das Ding noch nicht so weit weg. Jetzt muss ich da hier komplett hinlatschen. So, hier. Mensch. Scan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Immer dieser Zeitdruck, ne? Nichts macht man hier immer mehr in Ruhe. So, hier haben wir wieder Technikteile. Großer Schallbrenner. Oh, toll. Wir kriegen wieder gute Sachen. Blau zwar, aber haben wir. Endlich mal wieder nützliches Zeug. Sehr geil. Dafür brauche ich Stufe 8. Ist ja nicht mehr lang hin. Ich habe ja nur gerade erst Level 7 erreicht. Unspektakulär. Der wollte gerade kacken. Habt ihr das gesehen, dass der Hund da gerade hinscheißen wollte? Jetzt schnüffelt er am Müll. Der wollte gerade scheißen. Ich bin doch nicht blöd. Egal. Vielleicht finden wir nochmal irgendwann einen Hund. Okay, jetzt müssten wir ja gleich da sein. 150 Meter. Die sind hier vorne, die sind einfacher. Ich nehme mal den. Ich habe das Gefühl schon ewig. Scheiße. Wo seid ihr denn? Komm. Ich weiß ganz genau, dass ihr noch hier seid. Hä? Sind die abgehauen? Ich hab doch jetzt nicht alle getötet in der Zeit. Kleiner Laserpointer. Hm. Sehr eigenartig. Das war's doch jetzt nicht. 50 Meter, ne, ne. Halt, ich muss hier irgendwo lang. Agentenspur entdeckt. Michael Schrode. Kann ich das mitnehmen? Was soll ich jetzt hier machen? Hä?
Unten. Jetzt geht's in die Kanalisation, oder was? Okay, ich muss der Agentenspur folgen. Uah. Obwohl, Ratten können hier keine mehr sein eigentlich, die sind alle schon oben. Eieiei. Fange Funkübertragung ab. Bitte warten. Leute, wir müssen den Wasserdruck in der Stadt senken. Die löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Mhm. Das ist also jetzt der ganze Hintergrund hinter der ganzen Scheiße. Oh, ich Flammenwerfer-Typen geht das wieder auf den Sack. Akte. Oh. Komm. Peanuts. Ist da jetzt noch einer von euch oder was? Ne. Das bezweifle ich. Ach Quatsch, aus der Höhe. Können ja gar nicht wehgetan haben. Warnung. Wasserdruck im kritischen Bereich. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Haha, er explodiert gleich. Uiuiui. Der explodiert wirklich. So, was jetzt? Warnung, Feindkräfte nähern sich. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Komm mir nicht zu nah mit deiner Feuerpistole da. So, wie lange braucht denn die Wasserpumpe da noch? Den Wasserdruck wiederherstellen. Der hat die abgedreht da oben, der Idiot. Warum können die denn auch über zwei verschiedene Ventile darauf zugreifen hier? Warte mal. Erstmal werde ich hier looten. Trekkinghandschuhe. Sind die besser? Ich und mein Loot, ne? Nein, geht. Zum Glück sind das hier richtig schöne Messi-Rucksäcke. Ne, die kommen jetzt aus einer anderen Position. War ja klar. Wehe, du drückst die Pumpe da wieder weg. Der hat tatsächlich... Der war doch noch gar nicht dran. War er auch gar nicht dran. Ich soll das nicht nur verteidigen. Dieses Geblinke geht mir noch ein bisschen auf den Senkel. Aber komm hier. Da oben. Haben die Star leer. Alter, renn ran. So, haben wir den Wasserdruck auch hier wieder hergestellt. Verteidigen, bis der Druck wieder aufgebaut ist. Ach, ihr wollt mich jetzt verarschen. Oh, fuck. Renne. Zum Glück bin ich schon, habe ich schon ein hohes Level, ansonsten würde ich nämlich nicht so viel aushalten. Pumpe jetzt in Betrieb. Wasserdruck stabilisiert. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Wasserdruck wieder auf normaler Stufe. Keine weitere Feindaktivität entdeckt. Das ist ja nett. Eine freche, was? Eine Bömmelbini? Okay, alles klar. Die werde ich nicht tragen. Ich weiß jetzt schon, wie die aussieht.
1911er. Hier liegt sonst bloß ein bisschen Munition. Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Okay, pass auf, so wie du jetzt redest, so hübsch warst du auch wieder nicht, ja? Wenn du mir eine Dragu noch versprichst oder eine AWP oder so, dann gerne, dann mache ich das. Knifte her und dann können wir über alles Weitere reden. Aber ich habe hier keine Lust, mit dir Techtelmechtel zu beginnen. Ich muss mal gerade mal gucken, was ich gerade wieder nicht sehe. Ach so, auf den LKW steigen, 100 Pro. Ich suche hier nach Leitern, so nach offensichtlichen, dann sieht man die offensichtlichsten Dinge nicht. Und? Weg mit euch! Das ging doch fix, Mensch. Also, ihr seid als Sicherheitspersonal nicht zu gebrauchen. Das kann ich euch leider für euren nächsten Lebenslauf nicht nochmal unterschreiben. Das tut mir leid. So, wo sind jetzt die Antennenkanüppels hier? Ein Knopf drücken. Die Antenne reparieren. Haha. Und wieder Zeitdruck. Dann rennen wir mal hier in das Appartement. Wo hoffentlich kein Loot ist, ansonsten werde ich das nämlich nicht pünktlich schaffen. Oh. Hallo, du sollst da durch. Und jetzt? Da ich da nicht runterkomme, werde ich weiter hoch müssen. Und jetzt auf die anderen. Scheiße. Oh. Gar kein Problem, dann mache ich das halt so. Die Kopfschüsse sind nicht mal beabsichtigt, aber gut, dass sie klappen. Woher hat das Passwort? Mal einer an. Das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Wer ist denn Benny? Egal. Wir gucken uns wieder das harte Bode da an. Oh, das ist schlechter. Da ist er. Beschissener Plattenpanzer. Nein, die ist besser. Dupp. Alles klar. Ich würde sagen, Jagdweste. Ahoi. Optisch machen die aber gar nicht so viel Unterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Kriegt ihr das auch mit? Er sieht immer relativ gleich aus. Ich brauche auf jeden Fall mal irgendwann eine neue Jacke wieder. Die habe ich mir schon kaputt gesehen. Ne? Erfasse ein Echo in der Nähe. Echo. Na. Oh, jetzt muss ich das wieder aktualisieren hier. Heatherlau, Teil 2. Erreicht ihr Wohnhaus. Komm schon. Was ist jetzt los? Ist sie jetzt reingegangen oder was? Das habe ich jetzt analysiert. Wunderschön. Und hier ist noch irgendwo eine Tasche versteckt. Hier drinnen. Oh, hier. Wie viele begehbare Gebäude es doch gibt. Am Anfang hat das so gewirkt, als ob die Sachen eher plastisch dastehen, aber die sind tatsächlich zum Teil alle begehbar. Oder nicht alle, aber viele. Und man findet immer mal wieder ein kleines bisschen. Klamottentechnisch kann ich mich jetzt langsam echt totschmeißen.
Wenn das Zeug da auch mal alles ordentlich. Oh. Hau ab, wenn dir dein Leben lieb ist. Na, kommen noch ein paar? Wieder ein Echo. Ich stehe im Echo drin. Oh oh, die plündern das Haus. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Oh, Scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. John Willis, Alan Martin. Okay, die sind jetzt oben bei ihr eingebrochen. Oh, oh. Faye? Faye, hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Von wann ist denn die Aufnahme, bitte? Ganz nach oben. Warum hat sie sich denn verpisst? Sie sollte doch in ihrem Apartment bleiben, Mensch. Oh, da ist sie. Nicht der Ernst, sie lebt noch. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Blau Ende. Nette Worte und dann am Ende total hart. Blau Ende. Ich gehe erstmal dahin. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Over. Halt das, die nett. Jetzt geht's langsam los. Oh, wenn du überlebst, darfst du gern herkommen, kriegst deinen Toast. Und wenn nicht, dann gebe ich das Toast halt jemandem anders. Er hat sie sehr nett ausgedrückt. Echt. Die Randalierer rotten sich nahe der Dyer Avenue zusammen. Ich weiß, dass Captain Benitez besorgt über die LMB. Agent, die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen wurdest, unterstreicht nur deine Fähigkeiten. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Gute Arbeit auf jeden Fall. Ach, das war jetzt alles. Dafür bin ich jetzt hierher gerannt. Na gut, immerhin habe ich ein paar EP abgreifen können. Und falls ich euch jetzt hier so mikrofontechnisch sagt, das hat gerade komisch geklungen. Ja, ich gieße mir gerade wieder einen Kaffee ein. Ihr habt da nämlich gar keine Ahnung, wie viele Stunden Spielzeit dabei drauf geht. Ne? Ich schneide ja den ganzen Rotz mit dem Laufen und so. Das schneide ich ja raus, damit ihr nur die Beste zu sehen bekommt. Ne? Das ist wie aus so einer Haribo-Mix-Tüte. Die leckersten Sachen rauszusuchen. Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Wie ich jemals ohne dich durch den Winter gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Bei deiner Rückkehr wartet hier ein kleines Dankeschön. Komm mich doch mal besuchen, ja? Wenn schon meine Kinder keine Zeit finden, dann vielleicht doch du? Alter Schwede. Die hat's auf uns abgesehen. Die ist richtig. Also, ne, das Wort sage ich jetzt nicht, aber. Die ist sehr bedürftig. Kann ich jetzt nicht hier. Ich kann nur dahin Schnellreise machen. Jetzt muss ich den ganzen Kackweg wieder laufen. Oh Mann.
Oh Mann, sage ich euch. Lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. So, und wir sind wieder im Lager, um wieder Nebenmissionen anzunehmen. Hey, man glaubt's nur, wenn man sieht. Und wie immer stehen hier auch wieder fleißige Spielers rum. Einer, der gerade anfängt, Level 4. Verehren noch dabei. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mal hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Nun ja. Und das war's? Ja. Ein paar EP abgegrast. Es muss doch jetzt hier noch bitte eine Mission geben. Nein. Das war's. Empty. Empty im Gelände. Ich kann hier nichts mehr anderes machen. Jetzt bleibt nur noch die Dark Zone. Oh yeah. Dann werde ich mir da wohl meine Moneten verdienen. Und jetzt, wenn wir mal ein bisschen dolle Action machen. Zwar solo. Also on my own. One man show. Und gucken, was wir da so hinkriegen. Auf jeden Fall danke ich euch erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich jetzt gerade bei diesem missionslastigen Let's Play The Division. Ich wollte euch damit ein bisschen was von der Beta zeigen, gerade, dass ihr einen kleinen Einblick habt, was später auf uns zukommt, gerade missionstechnisch. Ist natürlich bloß ein kleiner Einblick gewesen in das, was natürlich im Endgame dann verfügbar sein wird. Aber ich denke, ihr konntet schon ein bisschen reinschnuppern. Nächstes Mal geht's dann versprochen nur in der Dark Zone ab, oder hauptsächlich, denn Missionen haben wir ja eh keine mehr. Und dann werden wir da mal ein bisschen Fratzengeballer machen und gucken, dass wir ein gutes Equip kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann nächstes Mal auch wieder dabei seid. Lasst mir auf jeden Fall für dieses Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder halt konstruktive Kritik in die Kommentare. Natürlich auch, wie euch The Division bisher gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gernschott. Are you listening? Damn.